So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet sehr schöne Weihnachten und ich wünsche euch ein sehr, sehr gutes Jahr 2007. Unser neues Sendejahr beginnt jetzt auch wieder. Und wie immer montags beginnt die Woche bei uns mit einer freien Themennacht, also mit einer offenen Talk-Radio-Sendung. Das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Und dann können wir reden. Ich freue mich auf euch und bin sehr gespannt und bin auch schon gespannt auf meine erste Anruferin. Das ist nämlich die Silvia heute Nacht und Silvia ist 35 Jahre alt. Hallo Silvia. Hallo? Silvia ist nicht da. Hallo? Da ist Silvia. Hallo Silvia. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Mehr oder weniger um meinen Freund. Mhm. Und zwar hat er vor ungefähr zwei Monaten wieder angefangen zu trinken. Und richtig heftig. Also nicht mal ein, zwei Bierchen, sondern der findet kein Ende mehr. Wie lange ist er denn schon dein Freund? Anderthalb Jahre. Ja. Würdest du sagen, dass er ein Alkoholiker ist? Jetzt ja. Also ich konnte mir das vorher nicht so vorstellen. Er war schon mal in der Klinik ein Dreivierteljahr und Aha. hat auch dreieinhalb Jahre nichts getrunken. War er in der Klinik, bevor du ihn kennengelernt hast? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und du sagst, er hat vor zwei Monaten wieder angefangen. Das heißt, bis dahin war er trocken? Ja. Also. Mhm. Ah ja. Und wie viel trinkt er jetzt im Moment? Ich kann es nicht genau sagen, also weil meistens ist er ja nicht hier, er ist jetzt sehr viel unterwegs und ich krieg's halt nicht so mit, ich krieg's dann eben nur mit, wenn er nach Hause kommt. Ja. Also wenn er hier ist, trinkt er nichts eigentlich, aber unterwegs, egal wo. Aber er kommt dann schon angeschickert nach Hause ja. und du riechst es und du magst es wieder. Wie ist er denn drauf, wenn er besoffen ist? Mal super gut und mal wird er richtig aggressiv dann auch, ne? Auch gewalttätig? Ja, gewalttätig. Also er hat einmal die Hand gehoben. Ja. Da war sein Bruder Gott sei Dank hier. Beim letzten Mal war es dann ein bisschen heftiger. Da hat er mich dann irgendwie gegen die Wand gehauen auch. Mhm. Ja. So. Und nächsten Tag will er davon nichts mehr wissen. Das wollte ich jetzt fragen. Wenn er dann nüchtern ist am nächsten Tag, wie steht er dazu? Was sagt er? Brauche ich ihn nicht drauf ansprechen. Dann will er seine Ruhe und muss da selber mit fertig werden. Und er weiß, was er machen muss, sagt er. Und du stehst da? Und ich stehe da. Und hast das Gefühl, du kannst nichts machen? Ich kann gar nichts machen. Das ist jetzt die dritte Nacht, wo ich schon nicht mehr schlafe, weil ich genau weiß, wenn er aus dem Haus geht, dann, ja. Hat er denn noch einen Job oder ist das so? Er hat einen 1-Euro-Job jetzt im Moment. Ja. Und das zieht ihn wohl auch sehr runter. Das, ne? Mhm. Ja. Also, es ist definitiv nicht möglich, mit ihm zu sprechen. Mhm. Er macht dicht. Ja, komplett. Und wahrscheinlich, wenn du noch mehr insistierst, dann wird er aggressiv. Ja. Mhm. Ich versuche auch ihm klarzumachen, dass ich ihm helfen möchte, dass ich, also ich habe es jetzt schon gemacht, dass ich wirklich dann auch mal angerufen habe, nur um zu hören, hat er wieder getrunken oder nicht, ne? Mhm. Dann sagt er natürlich, ich sperre ihn ein, ich hänge ihn an die Kette und ich würde ihm nachspionieren und ja, solche Sachen. Ich glaube, du bist in einer Situation, in der sehr viele Menschen sind, die mit Alkoholikern zusammen sind. Mhm. Nämlich, dass man daneben steht, wirklich das Gefühl hat, die Hände sind gebunden. Ja. Und das ist ja auch so, man kann nichts machen. Ja, ich kann. Man kann nichts machen. Nichts. Die endgültige Konsequenz wird nur irgendwann für dich sein, dass du gehst. Mhm. Das sagen mir eigentlich alle, aber ich möchte es eigentlich nicht wahrhaben. Ich möchte ihm eigentlich gerne helfen. Ja, aber das Entscheidende in diesem Prozess ist seine eigene Initiative und dass er selbst etwas tut. Und im Prinzip kann niemand, zumindest nicht ein Angehöriger, diesen Schritt für ihn unternehmen. Mhm. Also ich habe auch mit seinen Eltern und mit Brüdern und mit den Geschwistern gesprochen und die haben das ja nun das letzte Mal mitbekommen und da ging es wohl nur, als sie ihn wirklich alle fallen lassen haben. So ist es fast immer, ja. Und jetzt dreht er den Spieß aber um. Er sagt, also das Schlimme war, ich habe beim ersten Mal, hat er zu mir gesagt, ich soll ihn sofort zu seinem Vater bringen. Beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, gut, fahren wir gleich hin. Da hat er zu mir gesagt, nein, das dürfte keiner wissen, das müsste ich ihm versprechen. Mhm. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und da waren die ersten drei Wochen, die waren so schrecklich, weil ich mit keinem reden konnte auch, mhm. ne? Mhm. Irgendwie. Und jetzt sagt er, ich hätte ihn bei seiner ganzen Familie schlecht gemacht und ja, er schiebt mir die Schuld jetzt zu, dass sich alle von ihm abwenden und
Ja, weil du nicht geschwiegen hast. Ja, und er lügt, was das Zeug hält. Ne? Also er zieht sich da volle Kanne mit rein in die ganze Sache. Ja. Wie alt ist er? 34. 34. Und wie lange ist er schon alkoholkrank? Das weiß ich nicht genau. Also davor hat er wohl schon gute 15 Jahre getrunken. 15 Jahre, ja. Du sagst, damals ist das erst in die Gänge gekommen, nachdem ihn alle haben fallen lassen. Ja. Was ist denn da dann passiert, nachdem ihn alle fallen gelassen haben? Ja, da ist er dann wohl wach geworden. Und dann hat er wohl noch eine Bekannte gehabt, die hat ihn, mit der habe ich vorhin auch schon telefoniert, die hat ihn da dann wohl hingetrieben irgendwie. Mehr oder weniger, ja. Und heute haben sie ihn mit der Polizei weggeholt. Heute haben sie ihn mit der Polizei weggeholt? Wo? Von wo? Ja, das weiß ich nicht genau. Also er ist nach Hause gekommen und wollte kurz zum Nachbarn rüber. Und nach einer Stunde bin ich dann auch mal rübergegangen, um zu gucken, wo er ist und hin und her. Und da war er gar nicht. Und zwei Stunden später rief die Polizei hier an, dass sie ihn eine Straße weiter mitgenommen hätten. Da wäre eine Rangelei gewesen. Ach so. Aber du weißt jetzt nichts Näheres und wo er sich im Moment aufhält, weißt du auch nicht. In der Zelle. In der Zelle? Ja. Ah, ja. Also er hat wohl auch die Polizisten angegriffen. Hast du denn, wenn du dann, wenn er nüchtern ist, mit ihm redest, hast du das angedroht, dass du gehst? Nee, ich habe eigentlich immer gesagt, ich stehe hinter ihm und wir schaffen das und ich helfe ihm. Möchte ich auch gerne. Ich möchte ihn jetzt, weiß ich nicht. Er sagt, ja, aber ich wäre jetzt die letzte, die er noch hat und wenn er mich auch noch verliert, dann sinkt er ganz ab. Ich habe eher die Vermutung, dass er dich mit reinzieht, wenn du so an seiner Seite bleibst, wie du es bisher getan hast. Ja, also ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was ich, der Polizist vorhin hat gesagt, ich könnte ihn morgen früh um 5 abholen, oder beziehungsweise heute Morgen. Und ich weiß überhaupt nicht, fahre ich hin, fahre ich nicht hin, was soll ich sagen, wie reagiert er? Ja. Wahrscheinlich wirft er mir wieder vor, dass wenn ich eher gekommen wäre, dass das nicht passiert wäre. Also ich krieg dann auch ständig diese Vorwürfe, ne? Ich glaube, so wie du dich anhörst, dass du im Moment noch gar nicht selbst auch die Überzeugung und auch die Kraft hast, zu sagen, ich gehe und lass ihn fallen. Nee. Ich würde dir raten, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das ja auch, es gibt ja die anonymen Alkoholiker, das weißt du. Und es gibt Zusatzgruppen, nämlich da treffen sich die Angehörigen von Alkoholikern. Ja. Und ich finde, das wäre eine gute Anlaufstelle für dich, weil du dort mit Leuten zusammenkommst, die in der gleichen Situation sind oder waren, wie du es bist. Ja, ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich noch sprechen soll. Eben. Er kontrolliert jetzt, wo ich anrufe. Wenn ich mit seiner Familie telefoniere, gibt es Ärger. Dann sagt er wieder, ich habe ihn schlecht gemacht. Und er weiß auch am nächsten Tag nichts mehr davon. Also ich glaube, dass, ich sag's nochmal, ich glaube, dass diese Art der Hilfe, wie du sie im Moment versuchst, die führt zu nichts. Ich würde dir diesen Weg wirklich vorschlagen mit den Angehörigen der Alkoholiker, im Rahmen der anonymen Alkoholiker. Ja. Möchte dir gerne über meine Psychologin vielleicht eine Anlaufadresse oder eine Telefonnummer vermitteln, geben. Ja. Dass du dich da ganz schnell mal mit den Leuten in Verbindung setzt, das geht ja, kann man sich ja ganz ruckzuck organisieren und du da auch kompetente Ansprechpartner dann hast. Ja? Ja. Liebe Silvia, legst du bitte auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Alles klar. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind ab heute wieder da. Dann meldet euch unter dieser Telefonnummer, unter dieser kostenfreien Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht, also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Mina, stimmt das? Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Stimmt der Name Mina? Ja. Ja. Ja, ich rufe aus Berlin. Ja. 56 bist du. Ja. Ja. Liebe Mina, um was geht's? Ja, es geht um Saddam Hussein Aufhängung da, was da. Die Hinrichtung. Ja, der Hinrichtung gerade in Öffentlichkeit. Ja. Und finde ich das unempört. Also das ist alles letzte um dieses Jahr Zeiten. In 2007, dass wir das mal miterleben sollen, ja. Wie der aufgehängt wird. Ja. Also ich kriege immer Gänsehaut. Also du bist empört darüber, dass ein Todesurteil gesprochen wurde und dass es natürlich dann auch vollstreckt wurde. Ja. Bist du? In der Öffentlichkeit sogar. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie die anderen Menschen damit denken, aber es gibt so viele Methoden, Herr Domian, zu heutiger Zeit. Ich meine, ich bin selber sehr schwer kranke Frau, gehbehindert, schwer behindert, wie ihr sagt. Und ja. Also,
Verstehe ich dich richtig? Bist du gegen die Todesstrafe oder bist du gegen die Art und Weise, wie er dann hingerichtet wurde? Ich bin gegen, wie er hingerichtet wurde. Mhm. Gegen Todesstrafe, okay, das gibt ja Methoden, wie ihr sagt, ne? Ja. Krankenschwester, Helferin und ich weiß, wie man helfen soll Menschen, aber Menschen sollten mal sterben lassen, ne? Ja. Es gibt so viele Kinderschindler und alles, und die werden nicht so hingerichtet. Aber gerade eben der, als lieber Herr Busch sich gewünscht hat. Was wäre denn für dich die richtige Bestrafung und auch die richtige Vollstreckung gewesen? Sagen wir so, entweder ein tote Spritze oder irgendwas so, was anders. Oder Natur, meistens also Natur. Was meinst du mit Natur? Na, sagen wir so, wie damals hier in Berlin, Hess hat jahrelang auch mal gelebt und unterstützt worden, bis zum seine letztes Atmung, ne? Also Natur, sagen wir mal so, ne? Also mit Natur meinst du, dass man ihn hätte einfach einsperren einfach, sollen? Einfach einsperren. Bis er dann stirbt? Ja. Mhm. Ist meine Hinsicht. Ja, natürlich haben sehr viele Staaten, unsere Bundeskanzlerin ja auch, sich dazu geäußert. Zu Recht, finde ich auch, und haben sich gegen die Todesstrafe auch von Saddam Hussein ausgesprochen. Sicher hätte man das alles anders machen können. Aber es gibt sicher auch viele Menschen in den betroffenen Gebieten, die sehr unter ihm gelitten haben. Damit will ich das nicht rechtfertigen, aber ich kann mir das vorstellen, dass die eine gewisse Genugtuung sogar gespürt haben, als es dann passiert ist. Aber es ist natürlich nicht der Zivilisationsstand der heutigen, zumindest westlichen Welt, hast du recht. Ja, Herr Domian, pass mal auf. Ich sag's ja nur eins, ich leide auch immer noch heute, seit 1992 ist mein Vater auch ermordet worden von Serben. Ah, du kommst... Ich komme aus aus Bosnien, aus Ex-Jugoslawien. Ja. Mhm. Ich bin Muslims von Religion, aber groß bin ich nicht so an der Religion angebunden. Mhm. Aber ein Mensch ist Mensch. Ja. Und spielt keine Rolle, was er von der Religion hat. Mhm. Ne? Und deswegen, also mein Vater ist auch 93 ermordet von Serben. Mhm. Und der Herr Milosevic oder sonst, die leben auch noch, der Karadzic und so, Mladic und so, die leben immer noch. Also die sollen bestraft werden, auch wie der lieber Gott ihm angibt. Ja. Also, ich höre aus, dass deine Kritik so ist, dass... Das, es hätte nicht so ablaufen sollen, wie es nur abgelaufen ist. Ja, und in der Witzigkeit, das war wirklich allerletzte. Ja. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Mina, und schöne Grüße nach Berlin von hier aus. Ja. Alles Gute. Ja, guter Rutsch ins neue Jahr. Ja, danke schön, dir auch. Hoffentlich bist du gut reingerutscht. Ja, bin ich, in der Tat. Mach mal weiter so. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Klaus. Klaus ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Klaus. Dein Thema. Ja, du hast letztes Jahr, in deiner letzten Sendung hast du Schicksalsschläge 2006 rausgebracht. Mhm. Und mein Schicksalsschlag, beziehungsweise meiner und meiner Familie, ist, dass unser 5-jähriger Sohn einen Schlaganfall hat. Ein 5-jähriges Kind hatte einen Schlaganfall? Ja. Das ist möglich, dass ein Kind auch einen Schlaganfall bekommt? Ja. Aber sehr selten wahrscheinlich. Wenn man 300 so im Jahr selten nimmt. 300 im Jahr? Kinder, ja, circa. In Deutschland? Ja. Ach. Ja, man hat sich da auch nicht so beschäftigt bis jetzt. Wie kommt das? Wie ist das möglich, dass ein kleines Kind einen Schlaganfall bekommt? Unser Leon, sag ich mal, der hat es geerbt von meiner Mutter. Die hat vor 8 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Also die Veranlagung dafür ist dann genetisch verankert? Leider, ja. Mhm. Eva, aber jetzt zu der Erklärung kommen. Sag dir erstmal, wie es dem Jungen geht. Wie geht's ihm? Also, so hat er sich relativ wieder gut gefangen. Mhm. Er ist rechtzeitig zwar gelähmt, aber er kann laufen, Er kann sprechen, er kann mit der Rechnerin zwar nicht die Feinmotorik machen, aber er übt. Mhm. Er macht Krankengymnastik, Ergo- und Sprachgymnastik, also wie du schon gehört hast, Sprachprobleme, sehr starke. Und circa 90% seiner linken Gehirnhälfte ist kaputt. Ist kaputt? Ja. Was bedeutet das? Ja, dass die kaputt ist, dass die nicht mehr intakt ist. Ja, aber was hat das für eine, was bedeutet das? Heißt das, dass er nicht nicht mehr das
ist, wie er mal war und nicht mehr das werden kann, wie er mal war. Also kann man so weit gehen, dass er geistig behindert ist jetzt? Nein, das nicht. Nein, das ist uns Gott sei Dank, sage ich mal, Gott sei Dank nicht. Was aber kann er denn jetzt nicht, was er vorher konnte? Ja, zum Beispiel das Laufen, das kann er zwar unter anderen Umständen, das heißt, er lahmt so langs vorsichtig, so ganz mal ausgedrückt. Ja, ich meine, es bezogen jetzt auch auf die geistigen Fähigkeiten. Was geistig, Gott sei Dank nicht, da hat er nur die Sprachbehinderung. Ah ja, kann man die noch trainieren? Kann man das wieder? Ja, hier sind wir dran, ja, genau. Da haben wir 28% circa am Anfang gehabt, wo er eine Sprachbehinderung hat. Jetzt liegen wir bei 62%, also hat sich schon enorm verbessert. Ja. Wie ist das denn? Wie habt ihr das denn bemerkt? Ist der Junge zusammengebrochen? Was ist also passiert? Es war am Donnerstag, den 27. April letzten Jahres. Ja. Und da kam unser Sohn nach Hause und sagte nur so, er hätte Kopfschmerzen. Mhm. So, gut, da macht man sich natürlich nicht großartig seine Gedanken, sage ich mal. Mhm. Und meine Frau sagte, ach komm, sagte, ich leg dich dann mal ins Bett und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Mhm. Also gegen 8:30, 9 nochmal. Ja, und da sagte er immer noch, er hätte Kopfschmerzen. Gut, da habe ich dann im Moment ein bisschen auf meinen Schoß dann gesetzt und haben wir dann anschließend wieder ins Bett gepackt, weil ein Kind von 5 Jahren gibt man ja nicht so gerne Schmerztabletten. Morgens um 3:30 wird meine Frau wach, saß er dann nur noch klitschnass geschwitzt, weil schon so wieder fertig bin. Saß er dann im Bett und war dann nur noch am Zucken, am Jammern und rief meine Frau, Schatz, komm mal schnell und Also hat sich das über viele Stunden hat sich das entwickelt. Ja, ganz und genau. Und als er da morgens zitternd saß, hatte der Schlaganfall da schon stattgefunden? Ja, dazu der zum Bewussten war das ja noch gar nicht. Dann sind wir dann ganz schnell in unserem Orden in eine Klinik gefahren. Ja, ihr wusstet es nicht, das ist schon klar. Ja, aber war es da schon, konnte man das im Nachhinein sagen, dass es ja, da schon stattgefunden hat? Ja, doch, da war schon der Schlaganfall. Wie lange hat er denn im Krankenhaus gelegen? Also er hat 2 Wochen bei uns im Ort gelegen und 3 Wochen hat er in Münster gelegen, in der Klinik, in der Uniklinik, ja, die ich mal eben sagen darf, dass sie wirklich sehr gut ist. Ja, ja. Und ja, muss man auch sagen, freuen sich die Leute natürlich auch, die entsprechenden Ärzte und Krankenschwestern. Der ist auch sehr, sehr bekannt. Der hat ihn also behandelt auch und wie gesagt. Jetzt haben wir gerade am Anfang so ein bisschen über die Ursachen gesprochen. Du hast gesagt, das ist eine genetische Veranlagung oder er hat es von der Großmutter. Wie ist denn die Prognose? Besteht denn die Gefahr, dass das wieder passieren kann? Ja, da war ich noch gerade dran, um zu erzählen. Ja. Naja, auf jeden Fall nach diesen 3 Wochen Münster musste er dann 7 Wochen nach Hattingen in der Reha-Klinik. Genau, ja. Und in 3 Wochen Münster haben sie dann auch festgestellt, dass 2 schwere Entzündungen noch im Gehirn sind, dass er zu jeder Zeit einen neuen Schlaganfall bekommen kann. Ah ja. Also die Möglichkeit besteht, dass auf jeden Fall ein neuer kommt. Muss nicht, kann, wann, wissen sie auch nicht und... Aber man kann es doch irgendwie jetzt wahrscheinlich behandeln. Man kann es nicht behandeln? Nein. Man kann auch keine vorbeugenden Maßnahmen treffen? Ja, er kriegt ja sein ASS. Seine Blutverdünnung sowas? Ja, seine Blutverdünnung 150 und... Aber dennoch hängt so dieses Damoklesschwert über euch, es kann... Immer noch, ja. Passieren. Muss aber nicht. Wie geht ihr in der... Ist es das einzige Kind oder habt ihr mehrere Kinder? Nein, also wir sind eine Patchwork-Familie. Meine erste Frau ist vor 8 Jahren verstorben und meine jetzige Frau ist, haben wir dann kurze Zeit später, habe ich sie auch Gott sei Dank kennengelernt. Und wie viele Kinder sind denn dann in der Familie? Insgesamt jetzt bei uns mit zusammen, also bei 8 Kinder. 8 Kinder? Oh, das ist eine tolle große Familie. Ja, die sind aber nicht mehr alle zu Hause. 5 sind schon... Ach so. Ja, doch, 5. Ich fragte so, das ist natürlich auch eine Belastung für so eine Familie. Wie geht ihr damit um, dass der Kleine ständig eventuell wieder so schwer krank werden könnte? Ich meine, er kommt da sehr gut mit klar. Ihm ist es peinlich sogar, wenn man drüber spricht. Ja. Und das finde ich irgendwo auch sehr gut. Und da halten wir uns auch eigentlich dran, so, ich sag mal jetzt unter Bekanntschaften oder Verwandtschaften oder wie auch immer, da so wenig wie möglich drüber unterhalten. Also Normalität leben. Ganz genau, und das möchte er auch mit seinen 6 Jahren, die er jetzt mittlerweile ist. Und da versuchen wir wirklich alles fern von ihm zu halten. Gut, alles geht nicht. Ich meine. Aber du weißt es, ihr wisst es, ihr Eltern, ihr wisst es. Und für euch ist es ja schon wahrscheinlich eine Belastung, ne? Das glaube ich. Für mich war sogar, ich sag mal, nicht, dass es jetzt für mich persönlich, für mich war es eine sehr starke Belastung, weil ich habe schon mal meine Frau verloren. Und
da war es also nicht weit weg, also sag ich mal, es hätte auch schlimmer ausgehen können. Und meine jetzige Frau hat davor das Jahr auch schon so eine Art Krebs gehabt und Unterleibskrebs. Und was hast du gerade damit gemeint? Da war es nicht weit weg? Ja. Ach so, ja, nur, dass er es vielleicht nicht hätte schaffen können. Ach so, meinst du es? Mhm. Ja. Und das ist natürlich ein schwarzes Loch gewesen. Ne? Du sagst, er wird 6 Jahre alt, das heißt, es steht jetzt an, dass er in die Schule kommt. Ja, und da haben wir wirklich eine sehr gute Schule und beziehungsweise einen sehr guten Kindergarten auch. Mhm. Wir haben uns da ständig unterstützt und sind auch wirklich ständig dabei. Und er braucht also nicht in eine Sprach- oder geistig- oder sonst einer Einrichtung. Ganz normal. Glück haben, kommt er in eine normale Grundschule, aber er hat ja einen Interaktionshelfer dabei. Mhm. Das heißt, der Interaktionshelfer ist dafür da, dass der Leon von morgens um 8 bis mittags um 12 betreut wird in der Schule selber. Ach so, das heißt, da muss immer ein erwachsener Mensch dann dabei sein, in der Schule auch. Ja, was macht dieser erwachsene Mensch dann die ganze Zeit? Er betreut ihn. Er darf nicht alleine sein, der Leon. Er hat auch einen Schwerbehindertenausweis von 80%. Ach so. Das heißt, dieser Betreuer muss dann mit in der Grundschulklasse sitzen? Richtig, der sitzt praktisch dabei. Ach. Weil Leon ist... Der macht praktisch noch in der Hose, also nicht mehr richtig so normal, aber Tropfen kommen immer rein. Und auf der Dauer, ich weiß nicht, ob so ein paar Tropfen, die riechen natürlich. Mhm. Das ist auch eine Folge von des Schlaganfalls. Alles von, er war ja ganz trocken, alles, das war ja alles schon. Ganz normales Kind, sag ich mal. Und dieser Betreuer ist auch dafür da, dass, wenn irgendwelche Anzeichen auftauchen, dass sofort etwas unternommen wird. Ja, das ist eine sehr kostenspielige Angelegenheit. Zahlt das die Krankenkasse? Ja, da sind wir noch gerade dran. Ne? Also bis jetzt sieht es im Moment so aus. Also derjenige, der ihm das Gutachten gemacht hat, er hat uns also nicht zugesichert. Natürlich können die das nicht tun, aber... Mhm. gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass er jemanden bekommt, eine sehr gute Möglichkeit besteht, weil er auch die Behinderung drin hat. Ja. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Lösung, wenn das wirklich klappt. Wie viele Jahre müsste denn dieser Betreuer ihn betreuen und an seiner Seite sein? Wissen wir noch nicht, weil jedes Jahr muss wahrscheinlich ein neuer beantragt werden. Aber alleine durch die 80% im Behindertenausweis ist da wohl kaum ein Problem, sagt er. Also sehr vorbildlich. Wenn das klappt, wäre das wirklich ausgesprochen zu begrüßen. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch sehr, sehr dankbar darüber, dass alles geklappt hat. Also trotz der Schwere des Schicksalsschlages klingst du ja schon auch optimistisch, dass es jetzt wieder bergauf geht und ihr habt es im Griff, das Ganze. Ja. Und der Kleine ist ganz guter Dinge und so weiter. Ja. Lieber Klaus, dann wünsche ich deiner Familie und dir und dem Kleinen vor allen Dingen wirklich alles Gute von Herzen. Grüß deine Frau, deine Partnerin von mir. Und, aber darf ich noch was sagen? Ja, gerne, klar. Unsere Tochter Janine, das ist die leibliche Tochter von meiner Frau, ist klar. Meine Stieftochter möchte sie zwar nicht gern hören, aber ist, wie gesagt, die hat am schlimmsten eigentlich gehabt. Sie war mit mir alleine, die Mama war 3 Monate nicht da, ihr kleiner Bruder war nicht da und sie hat sehr, sehr viel, sag ich mal, leiden müssen. Ja. Sie hat auf sie vieles verzichten müssen. Ja. Und von diesem Kind ziehe ich aber auch einen Hut. Also einen dicken Gruß und ein dickes Kompliment an das Mädel von dieser Stelle aus. Ja. Lieber Klaus, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domano. Tschüss. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, bitte, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich habe eine kleine Postecke vorbereitet. Das ist diesmal eine etwas ungewöhnliche Postecke, weil sie sich ausschließlich auf einen Fall bezieht, den wir in unserer letzten Sendung hatten, in der letzten Sendewoche vor Weihnachten. Wir haben unfassbar viel Post und Mails zu diesem Fall bekommen. Und ich habe euch jetzt nur mal ein paar exemplarische Äußerungen herausgesucht und möchte die jetzt hier euch vortragen. Ich fange an mit Antje aus Wiedenbrück. Antje aus Wiedenbrück schreibt, lieber Domian, in deiner letzten Sendewoche vor Weihnachten hast du mit einer Sarah, 18 Jahre alt, gesprochen. Sie pflegt alleine ihren schwerstkranken Vater und begleitet somit sein Sterben. Ihre Mutter liegt mit Krebs im Krankenhaus und Sarah selbst hatte Leukämie und kümmert sich seit ihrem 12. Lebensjahr um sterbenskranke Kinder. Ich war fassungslos beim Zuhören und als du, Domian, zu Sarah sagtest, du bist der Engel deines Vaters, habe ich angefangen zu heulen. Du hättest es nicht besser ausdrücken können.
Ich wünsche diesem wunderbaren Mädchen das größte Glück, was man überhaupt als Mensch erleben kann. Dann ein anonymer Schreiber schreibt, Hi Domian, hast du nicht gemerkt, dass Sarah ein wirklicher Engel war? Ich gucke deine Sendung regelmäßig seit 10 Jahren. Aber es war das erste Mal, dass ich 3 Taschentücher voll geheult habe. Dann Ben, 21 Jahre aus Berlin, schreibt, Domian, als deine Sendung vor Weihnachten mit Sarah lief, hatte ich Besuch von 2 Kumpels. Und als Sarah dann zu erzählen begann, war es ganz plötzlich still hier bei uns. Die Jungs starrten in den Fernseher und ich auch. Ich glaube, den beiden anderen war genauso zum Heulen zumute wie mir. Aber wir haben uns geschämt, es zu tun. Tolle Frau, diese Sarah. Dann, Hi Domia, mein Name ist Ken. Ich bin 24 Jahre alt, arbeite als Türsteher und im Sicherheitsdienst. Ab und zu höre ich im Auto deine Show. Und glaube mir, ich neige nicht zu gefühlsduseligem Verhalten. Aber als du mit Sarah gesprochen hast und das Mädel seine Geschichte erzählte, schossen mir die Tränen aus den Augen und ich bin erstmal rechts rangefahren. Ich finde es cool, dass es so eine Sendung wie deine gibt und an Sarah Respekt. So, und auch noch zu diesem Thema schreibt die 89-jährige Selma, lieber Domian, da habe ich, alte Frau, nun etwas bei dir gehört, was ich noch nie gehört habe. Was diese junge Frau leistet, ist ja überwältigend. Meine Probleme und Sorgen wurden ganz klein, während sie sprach. Schicke ihr doch bitte von mir die besten Wünsche und Gottes Segen. Das mache ich sehr gerne hiermit und das habe ich hiermit auch getan. Und von meiner Seite aus auch nochmal schöne Grüße. Ich weiß nicht, ob sie uns heute Abend zuschaut oder zuhört, an Sarah und alles Liebe und alles Gute. Und ich möchte mich bei euch noch bedanken, habe ich ganz vergessen, vorhin am Anfang. Ich hatte ja vor Weihnachten Geburtstag und es gibt sehr viele aufmerksame Zuschauer und Zuhörer, die mir sehr, sehr nette Geburtstagsgrüße und dann auch Weihnachtsgrüße geschickt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, kann die persönlich nicht alle beantworten, aber habe mich sehr gefreut und das sage ich nicht einfach so als Floskel. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil das eine Anerkennung unserer Arbeit hier ist. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut. So, jetzt machen wir weiter. Und zwar mit Frank. Und Frank ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Und zu der Sendung mit der Sarah, die habe ich auch gesehen, die war sehr, also es hat mich sehr beeindruckt. Also nochmal von mir meine Hochachtung. Ja. So, weswegen ich anrufe, und zwar geht's um meine Beziehung und um mein Liebesleben. Mhm. Ich führe seit 2,5 Jahren eine Beziehung, eine gute und eine glückliche Beziehung. Mhm. Aber ich konnte mich vorher sexuell noch nicht sehr viel austoben. Vorher, vor dieser Beziehung? Vor dieser Beziehung, mhm. Ja. Also es geht mir dabei um andere Frauen. Ja. Und wie soll ich sagen, ich habe das Verlangen danach, vielleicht mal andere Frauen auszuprobieren, also. Verstehe. Ja. Das heißt, du hast vorher noch mit überhaupt keiner Frau geschlafen? Doch, mit einer. Mit einer. Mhm. Und jetzt in dieser Beziehung, die 2,5 Jahre läuft, läuft der Sex auch gut? Ja, der läuft auch gut. Aber da ist eine Neugierde nach was anderem. Ja, also so danach, wie fühlt sich eine andere Frau an oder wie geht sie mit mir um oder was kann ich mit ihr machen? Mhm. Ist das eine rein sexuelle Neugier? Richtig, ja. Ja. Deine Freundin, wie alt ist die? Meine Freundin ist 20. Und hatte die denn vorher schon mehrere Erfahrungen gesammelt? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Und also ich habe mit ihr darüber schon geredet. Mhm. Sie hat kein Verlangen, andere Männer auszuprobieren. Mhm. Ich hingegen schon, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite würde sie es aber nicht tolerieren. Sie würde dann mit mir Schluss machen, wenn ich fremdgehen würde. Und da haben wir ein dickes Problem jetzt am Hals, ne? Das heißt, ihr habt schon so offen darüber gesprochen. Und du hast es gesagt, dass du es gerne mal machen würdest wollen. Ja. Und sie sagte, njet, nicht mit mir. Richtig. Und jetzt stehst du da. Jetzt stehe ich da, Du liebst deine Freundin, begehrst deine Freundin, hast aber auch Bock auf eine andere Frau. Ja. Was man ja auch verstehen kann, wenn man noch nicht viel Erfahrung gesammelt hat. Ich kann das verstehen.
Also zwei Freunde in meinem Freundeskreis, denen geht so ähnlich und die stehen genauso da wie ich. Also man hat sich darüber schon mal ausgetauscht. Ja. Einer hat seine Freundin auch betrogen, der kommt gewissentlich damit nicht klar. Mhm. Das ist auch sicher nicht die Lösung. Richtig. Du hast einmal die Gewissensbelastung und zum anderen einfach auch, wenn es dann mal rauskäme, stehst du natürlich ausgesprochen schlecht da. Ja. So, was ist das jetzt für eine Situation? Du sitzt in der Sackgasse, ne? Richtig, ja. Was du auch tust, ist es nicht für dich befriedigend. Also, das Problem beschäftigt mich jetzt ungefähr seit einem halben Jahr. Mhm. Und bisher habe ich mich immer noch für meine Freundin entschieden, weil die Beziehung wirklich toll ist. Hast du die Sorge, dass wenn du jetzt weiter deiner Freundin treu bleibst und dich quasi an ihre Vorgabe hältst, dass die Beziehung zerbrechen könnte? Aufgrund dieser Sehnsucht, die da wächst in dir? Wie soll ich sagen, nicht jetzt, also nicht kurzfristig und auch nicht mittelfristig, würde ich sagen. Ja. Aber was ist schon mittel- und langfristig, ne? Man weiß es nicht so genau. Aber wer weiß, wenn wir vielleicht mal Kinder haben, wenn man heiraten würde, man unterdrückt immer diese Sehnsucht, dass dann halt... Dass es irgendwann rausbricht. Ja. Was ist denn für dich jetzt so ein... Ich meine, du hast wahrscheinlich jetzt schon endlos in allen Varianten darüber nachgedacht. Ja. Was wäre denn für dich eine Vielleicht-Lösung? Ja, gute Frage. Also, das weiß ich gar nicht. Wenn ich es wagen würde, meine Freundin hinter ihrem Rücken zu betrügen, dann könnte ich ihr auch nicht mehr in die Augen schauen. Mhm. Und ich mir selber bestimmt auch nicht. Ja. Und, das heißt, du wirst erstmal nichts tun? Richtig. Mhm. Also. Das ist wirklich schwierig, Frank. Also, ich kann das verstehen, dass du das sagst. Und, es wäre natürlich genial, wenn deine Freundin genauso empfinden würde. Dann könnte man sich gegenseitig ein bisschen Freiheiten lassen und mal gucken, was so passiert. Ja. Ich habe auch die Sorge. Wenn das jetzt so bleibt, wie es ist, das kann, wie du auch genau richtig gesagt hast, das kann vielleicht die nächste Zeit und auch die übernächste Zeit noch ganz gut laufen. Mhm. Aber du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf heraus, die Neugierde, die Sehnsucht, vielleicht auch das Begehren nach einer anderen Erfahrung. Mhm. Dass über kurz oder lang eventuell sogar die Beziehung daran zerbricht, weil du das gerne erleben möchtest. Ja. Ist deine Freundin überhaupt nicht zu bewegen zu einem Gespräch weiter, dass sie es irgendwie ein bisschen toleranter oder lockerer sieht? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber also manchmal sagt sie halt, sie würde mit mir Schluss machen sofort, wenn ich fremdgehen würde. Mhm. Und wir hatten heute auch mal das Gespräch wieder und sie hat mal drüber nachgedacht und sie wüsste es gar nicht mehr so genau, ob sie mich wirklich verlassen würde. Mhm. Aber es kann ja nicht, wie soll ich sagen, auf ihre Kosten möchte ich auch nicht meinen Spaß haben. Mhm. Ja, sehr ehrenwert, dass du es so sagst. Ja. Weißt du, wenn du jetzt älter wärst und wenn du jetzt schon auch schon viele Sachen erlebt hättest und deine Erfahrungen sammelt hättest, dann würde ich sagen, komm, das hat einen ganz hohen Wert, deine Beziehung. Mhm. Und man muss nicht jedem Gelüsten nachgehen, die so in einem drin sind. Ja. Aber in dem Fall sehe ich es schon anders. Du bist ein junger Kerl und du hast halt auch noch andere Vorstellungen und möchtest gerne auch mal was anderes ausprobieren. Mhm. Mm. Es geht, glaube ich, wirklich nur über den Weg, dass ihr eine Übereinkunft findet. Mhm. Also auf keinen Fall fremdgehen, das ist schon klar. Ja. Wenn, dann nur im gegenseitigen Einvernehmen, dass man sich so ein bisschen Freiraum gewährt. Mhm. Wenn sie aber definitiv sagt, nein, ich will das nicht und ich will auch nicht, dass du irgendwie eine andere Frau anfasst. Mhm. Weiß ich nicht, wie lange das hält. Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich selber auch. Ich weiß es nicht. Also ich suche manchmal mir so eine Schlupflöcher, indem ich zum Beispiel ins Internet gehe und chatte und dort sozusagen Frauen aufreiße. Mhm. Aber das wird deine Freundin wahrscheinlich auch schon schlimm finden, oder? Davon weiß sie nicht. Da weiß sie nichts von. Ja, so fängt es ja schon an.
Ja. Und dann geht man noch einen Schritt weiter und schon ist man beim Fremdgehen. Das ist irgendwie ein bisschen also, Fremdgehen ist das ja auch schon. Einmal fast davor und eigentlich hat mich nur der Skrupel abgehalten, zu der Frau zu fahren. Aber irgendwie denkt man sich aber im Hinterkopf auch wieder, oh scheiße, so, du hättest die Möglichkeit und auf der anderen Seite, zum Glück hast du es auch nicht gemacht. Es gibt für dieses Problem, so wie du es jetzt geschildert hast, gibt es keine goldene Lösung. Richtig. Die gibt es nicht. Das müsst ihr irgendwie so austüfteln für euch beide. Und ich habe es gerade schon gesagt, es funktioniert nur mit gegenseitiger Toleranz. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich prognostiziere es. Es wird irgendwas Unangenehmes passieren. Entweder gehst du doch fremd oder du hängst nur noch vorm PC und guckst dir Pornos an oder weiß ich was. Und die Beziehung kriegt ihre Sprünge. Okay. Also, ich würde an der Stelle doch nochmal eingehen mit ihr sprechen und vielleicht auch in dem Sinne ihr so klar machen, ich habe das ja schon so verstanden, dass du sie sehr liebst. Ja. Und dass dir sehr viel an ihr gelegen ist. Richtig. Dass du sie nach wie vor auch sexuell anziehend findest. Ja. Vielleicht ist das sehr wichtig, ihr das wirklich so mit wirklicher, tiefer Ehrlichkeit zu sagen, dass sie da gar keine Angst haben muss. Dass das fast zwei verschiedene Schuhe sind. Dass du ihr vielleicht sogar klar machst, dass eure Beziehung sogar stabiler wird und solider wird, wenn du ein wenig andere Erfahrungen gesammelt hast. Dass du sie nach wie vor sehr liebst. Natürlich, dann wird sie dir erwidern, natürlich könnte die Erwiderung kommen, ja, aber wenn du dich jetzt in diese Frau verliebst, ja, das kann aber jeden Tag an jeder Ecke passieren. Ja, ist richtig. Ja, dann braucht man keinen Sex für zu haben. Also das ist... Da habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das ist... Also ich würde es doch nochmal mit einem sehr intensiven Gespräch versuchen. Und in diesem Gespräch ihr vielleicht auch klar machen, deine Sorge, dass auf Dauer du Angst hast, dass die Beziehung kaputt geht. Wenn das so starr bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Ja. So würde ich es versuchen, Frank. Okay. Alles Gute und viel Glück. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Kerstin und Kerstin ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Kerstin. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Kerstin. Ich freue mich also sehr, dass ich endlich mal bei dir durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch, dich hier begrüßen zu können. Ich bin also eine fleißige Zuschauerin. Ja. Du bist also jede Nacht mein Nachtprogramm und ich bin eigentlich richtig froh, dass du wieder da bist, weil das waren ganz schön harte Tage. Das ehrt mich immer sehr, wenn ihr das sagt. Ja. Aber ich bin auch immer ganz froh, mal ein bisschen ausspannen zu können. Es ist ja eine permanente Nachtarbeit. Das sei dir auch gegönnt und alles Gute fürs neue Leben. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Liebe Kerstin, um was geht's? Bei mir ist es so, also ich hatte am 29.07. meinen zweiten Schlaganfall. Den ersten habe ich also gar nicht so bewusst miterlebt, hatte da zwar Laufschwierigkeiten und war auch in der Klinik, aber das hat man nicht erkannt. Und Wann war der erste? Bitte? Wann war der erste? In 2004. 2004. Ich konnte danach also auch ein bisschen schlecht gehen, hatte ab und an mal einen Stock, aber das habe ich mit Sport ausgeglichen. Und man hat damals auch nicht annähernd vermutet, das könnte ein Schlaganfall sein? Nein, damals hat man gesagt, Verdacht auf Herzinfarkt. Ah ja. Man hat es auch so behandelt, weil die Symptome sind wohl sehr ähnlich. Wie waren die Symptome? Ja, Schwindel, bisschen Sprachschwierigkeiten, hohen Blutdruck, diese Gehbeschwerden, überhaupt so ein bisschen bewegungseingeschränkt, dann auch so wie ein wenig durcheinander. Ja. So. Aber na, vielleicht war ich da auch selber schuld. Ich bin also ganz schnell wieder aus der Klinik entlassen. Hast dich dann aber danach wieder einigermaßen gefangen? Ja. Ich habe also vielleicht zu wenig auf meinen Körper gehört. Ja. So, also dann kam es so dann. Hingenommen und so. Und jetzt dann habe ich mich im Sommer schon eine ganze Weile sehr schlecht gefühlt, gestresst, die Wärme, hohen Blutdruck, schlecht, Kopfschmerzen und immer jeden Tag zur Arbeit gegangen. Was arbeitest du? Oder hast ich habe in einer Familie mit zwei kleinen Kindern als Pflegemutter gearbeitet. Ah, ja. Da ist die eigene Mama an Krebs verstorben. Und meine Tochter hat die Familie im Hospiz betreut, als die Mama noch lebte. Und ich bin dann halt eingestiegen, als sie tot war.
Also auch eine sehr verantwortungsvolle und auch stressige Arbeit. Ja. Mhm. Nun gehe ich ja nicht mehr zur Arbeit, weil ich das nicht mehr kann, aber die Familie ist immer noch für mich da. Die ist jetzt für dich da, die Familie? Ja. Mhm. Die waren also jetzt am Heiligabend mittags da und haben mir da ihr Ständchen gebracht. Mhm. Wie nett. Das war super schön und... Jetzt erzähl doch mal weiter im Sommer am 29.07., ja, was dann passiert ist. Am 29.07. mir ging es halt den Abend, das war ja am Samstag und den Abend davor schon sehr schlecht, aber habe ich mich einfach hingelegt, habe gedacht, okay, stressige Woche. Mhm. Morgens aufgestanden, gedacht, ich müsste meine Pflanzen auf der Terrasse gießen, weil ich das den Abend nicht mehr gemacht hatte. Und das konnte ich nicht. Mhm. Ich hatte keine Kraft, Wasser in die Kannen zu lassen. Und irgendwie war es mir so, ich habe schon eine erwachsene Tochter und dann habe ich gedacht, ich muss ihr Milchreis kochen. Das mag sie so gerne. Mhm. Und dann rufe ich sie an. Und das habe ich auch getan. Und dann habe ich sie angerufen, sie kam und wir haben gemeinsam auf der Terrasse gegessen. Mhm. Und sagt sie, Mama, ich habe noch was vor heute Nachmittag, wir telefonieren morgen. Mhm. Ja, ist okay. Sie ist weg, ich bin wieder raus und konnte nicht mehr sehen. Und dann dachte ich, ups. Du konntest nicht mehr sehen. Ich konnte mit einem Schlag nicht mehr sehen. War es grau? War völlig dunkel. Völlig dunkel. Ganz dunkel. Aber da muss man doch in Panik geraten, wenn man plötzlich nicht mehr sehen kann. Habe ich noch nicht den Moment. Ach. Habe ich mich wieder reingepirscht so. Hm. Also ich laufe nachts auch oft im Dunkeln, so dass ich weiß, wo ich hingehöre. Hm. Und habe meine Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich dachte, ich hätte mir die Augen verblitzt. Hm. Und gehe wieder raus und nichts hat sich verändert. Hm. Und da wurde es mir sehr komisch, also... Ich habe alles so von Weitem gehört und dann bin ich reingegangen aufs Bett, habe mich hingesetzt und von da an weiß ich nicht mehr viel. Mhm. Wer hat dich denn dann gefunden? Nach Stunden klingelte mein Telefon. Ja. Und hat meine Tochter gesagt, Mama, mit dir ist was passiert, ich habe das gespürt. Ach. Und da habe ich gesagt, mit mir ist nichts passiert, doch deine Stimme. Und da sage ich, was ist denn mit meiner Stimme? Du hast einen Schlaganfall. Ach. So, und da war die Stimme also wie betrunken scheinbar. Ja, Moment mal, die Tochter war irgendwo verabredet. Ja, ja. Und da, als deine Tochter gegangen war, war alles in Ordnung. Mhm. Ne, ihr habt euch dann normal verabschiedet. Ja. Und dann ruft deine Tochter dich nach ein paar Stunden an und sagt, da ist irgendwas mit dir. Ja. Ich habe das im Gefühl gehabt. Ja, ich habe das gespürt. Ach. Also wir haben solche Situationen, dass wir es gegenseitig spüren. Mhm. Ne? Ja, und ist dann die ganze Maschine in Gang gekommen, Krankenhaus, Krankenwagen? Sofort. Ich habe dann bemerkt, dass ich eigentlich nur mit meinem Oberkörper liege und meine Beine noch so unten sind, wie ich mich hingesetzt habe. Und dann will ich so aufstehen und es ging nicht mehr wirklich. Aber da kann man sagen, dass dieser Anruf dir das Leben gerettet hat. Hat mir das Leben gerettet. Hätte sie dich nicht angerufen, wärst also, du vielleicht... Das ist zwar schon zu spät gewesen, um da noch richtig zu helfen. Mhm. Beim Schlaganfall ist ja schnell Hilfe ja, unbedingt, notwendig. Ja. Mhm. Und meine Eltern sind beide so verstorben. Mhm. Da war nichts mehr zu machen. Und wenn das noch eine Stunde hingewesen wäre, wäre ich auch nicht mehr da. Wie geht es dir denn heute? Du sprichst zum Beispiel ganz völlig normal. Naja, für dich klingt das vielleicht normal, für Leute, die mich nicht kennen, auch. Aber für mich klingt das anders. Ah, ja. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Heute geht es mir so, dass ich halt Rollstuhlfahrerin bin. Ja. Bin zu 90% schwerbehindert. Mhm. Habe einen Elektrorollstuhl für draußen, einen Aktivrollstuhl für drinnen, bekomme Krankengymnastik, Ergotherapie zu Hause, war lange in der Reha-Klinik. Also da hat sich das Leben ja schon dramatisch verändert. Leben hat sich sehr verändert und was mich sehr, sehr belastet ist, dass mein Schwiegersohn, also der Freund meiner Tochter, ist am 8.9. tödlich verunglückt. Ich war in der Reha-Klinik, da bekam ich von ihr den Anruf. Er hatte also einen Autounfall und war sofort tot. Wie alt? 20. Und da war auch das habe ich gespürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Das heißt, du hast jetzt selbst ein schweres Schicksal zu tragen und hast auch die Trauer auch noch als Belastung in dir. Die Trauer. Und siehst die Traurigkeit deiner Tochter. Ja. Schwerwiegend ist für mich, dass ich nicht bei ihr sein konnte. Weil du in der Reha-Klinik warst. Nein, ich in der Reha-Klinik war. Ich durfte nicht zur Trauerfeier und auch nicht zur Ohrenbeisetzung. Also weil man da gesagt hat, zur Trauerfeier, das wäre mein Tod. Mhm. So.
Und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne durchstehen und mitmachen. Nein, das durfte ich nicht. Ich habe dann dort in der Klinik mit einer Psychologin verbracht, diese Stunde, wo die Trauerfeier war, und habe das da erlebt. Aber richtig, wie als wäre ich mit dabei, also vom Gefühl und vom Schmerz. Und ein paar Tage später bin ich dann nochmal in ein normales Krankenhaus in Bad Segeberg gekommen, wo ich zur Reha war, weil noch Untersuchungen an meinem Gehirn gemacht werden musste. Und da ist nochmal was passiert mit meinem Gehirn. Und das war halt eben die ganze Trauer, die ganze Aufregung. Und von da an hat sich mein Zustand nicht mehr verbessert. Bis heute? Bis heute. Bis heute. Das heißt, wenn ich jetzt frage, wie geht es dir, was würdest du sagen? Schlecht? Nicht gut. Nicht gut. Nein. Bist du im Moment in ärztlicher Behandlung? Ich bin also ständig in ärztlicher Behandlung. Und also ich versorge mich weitestgehend alleine. Ja. Also die Mutter meines Schwiegersohnes, die Anke und Ralf, die helfen mir. Also das sind unsere besten Freunde. Bist du auch in psychologischer Betreuung? Nein. Wäre vielleicht sehr ratsam. Aber das ist das, was ich jetzt im neuen Jahr anstrebe. Ich möchte gerne noch eine neue Reha machen. Und das, was jetzt so da ist, weil ich habe ja linksseitig eine Lähmung. Und da ist jetzt seit ein paar Tagen eine Spastik drin, so dass der Arm nicht mehr geht. Und naja, es ist alles nicht so prickelnd, weißt du. Und ich glaube, ich verzeihe mir nicht, dass ich nicht gegangen bin statt Julian. Ach, Kerstin, das ist sehr, sehr, sehr rührend, dass du das sagst. Aber was für eine absurde Formulierung. Du verzeihst dir nicht, dass du nicht gegangen bist. Es lag doch nicht in deiner Hand. Du bist nicht schuld, dass der Junge gestorben ist. Und du bist nicht schuld, dass dir das Leben gerettet wurde oder dass du einen Schlaganfall bekommen hast. Das sind doch Schicksalsschläge, die völlig unabhängig voneinander abgelaufen sind. Ja, weißt du, aber dieses junge Glück, das ist einfach. Ja, ich verstehe. Klar, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du das so sagst. Aber deswegen wäre sicher so eine psychologische Betreuung sehr gut. Das kann man ja mal so. Das kann man ja mal so sagen und auch so vielleicht auch mal so sehen. Aber man darf sich da nicht so richtig reindenken, als wäre es wirklich so. Denn du trägst ja nicht Schuld, dass der Junge gestorben ist. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Aber die Gefahr besteht, wenn man das immer und immer wieder denkt, dass man da in so ein Schuldgeflecht hineinkommt, was dir wiederum die Kraft nimmt, dich zu regenerieren und dass es dir besser geht. Also wir erleben schon die Trauer ganz bewusst, ne? Auch mit den Eltern gemeinsam, auch am Heiligabend und auch in der Neujahrsnacht. Ne? Das ist also alles, wir sind füreinander da und was ja sehr viel, sehr wichtig schon mal ist, dass du all das tust, was du jetzt tun kannst, für deine Tochter, für die Eltern. Ich meine, damit leistest du ja schon sehr viel. Und ich habe mich immer so gefühlt, als ob ich nichts tun könnte. Und da haben sie mir in der Klinik immer gesagt, was sie tun, das ist mehr als ein gesunder Mensch leisten kann. So. Und das hat schon was zu bedeuten, wenn die das so sagen. Ja, und dann hatte ich auch mal zwischenzeitlich im Internet einen netten Mann kennengelernt und das passte so und man hat sich gesehen, war alles schön und dann musste ich nochmal ins Krankenhaus im Oktober, weil es mir nochmal sehr schlecht ging. Und dann hat sich der Liebe von heute auf morgen per SMS verabschiedet mit den Worten, ich kann das doch nicht mit einer behinderten Frau. Sei froh, dass er weg ist, wenn er so eingestellt ist. Weißt du, und es tut immer richtig weh, weil ich hätte noch so viel zu geben. Aber, Kerstin, du bist 42 Jahre erst alt. Und ich hoffe, dass durch diese Reha-Maßnahmen du noch viel mehr auf den Damm wiederkommst. Und da stehen dir dann doch noch sehr viele Wege offen. Ja, ich schreibe mich ja auch mit jemand ganz nett. Siehst du, da ist es. Und ich wünsche mir einfach, dass das was wird. Und da habe ich heute eine SMS, eine Mail bekommen. Da stand drin, ich habe mit deiner Behinderung keine Probleme, weil du als Mensch wichtig bist. Siehst du, so ist es doch. Und das gibt mir immer schon so viel und denke ich, oh. So, liebe Kerstin, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst, mit der Sabine. Ich finde das richtig, dass du das anleierst, jetzt dich psychologisch betreuen zu lassen. Ja, das muss. Dennoch fände ich ein Gespräch mit der Sabine auch noch gut, die dir sicher noch ein paar handfeste Ratschläge geben kann. Gerne. Ich sage toi toi toi, ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Und
Kopf hoch und ich glaube, das wird auch funktionieren, weil du eine starke Frau bist. Alles Gute. Ja, für dich auch. Dankeschön. Für die Sendung. Dankeschön. Du legst auf, wir rufen zurück. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Dienstag und wie immer dienstags, so soll es auch in diesem Jahr sein, dienstags und donnerstags haben wir eine feste Themennacht. Da steht die Sendung unter einem Thema. Und das Thema morgen heißt Wettergeschichten. Ich möchte gerne mit euch sprechen, was ihr mit besonderen Wettervorkommnissen schon erlebt habt. Vielleicht habt ihr einen schweren Unfall durch Schnee und Glatteis erlebt. Vielleicht seid ihr vom Blitz einmal getroffen worden oder wart unter einer Schneelawine begraben oder hattet Erlebnisse mit einer Sturmflut, was auch immer. Das Thema heißt Wettergeschichten. Was habt ihr mit besonderen Wettervorkommnissen schon erlebt? Oder habt ihr unter besonderen Wettervorkommnissen schon mal etwas Dramatisches erfahren müssen? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt uns wie immer ab 0 Uhr anrufen morgen Nacht. Da sind wir erreichbar. Ihr könnt während der Sendung anrufen und ihr könnt natürlich rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de zu unserem Thema Wettergeschichten. Was habt ihr mit dem Wetter an heftigen, an ungewöhnlichen, an dramatischen Sachen schon erlebt? Das ist unser Thema morgen. Sarah ist hier. Sarah ist 22 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, also ich habe gerade vor Weihnachten mit meinem Freund Schluss gemacht. Mhm. Und es war auch für mich alles so klar und ich wusste auch, dass ich Schluss machen wollte und es ist auch alles so weit geklärt. Er kam halt, also er hatte nicht die gleiche Lebenseinstellung wie ich. Mhm. Ich habe meine Ziele vor Augen, ich studiere und weiß auch genau, was ich will. Wie lange wart ihr zusammen? 8 Monate. Ach ja, das ist noch nicht so lang. Nee, noch nicht so lang, aber es war schon so für mich das Richtige. Du wolltest ihn eigentlich schon heiraten und alt mit ihm werden. Genau, genau. Aber es war nicht so das Richtige und ich wusste nicht, also ich habe ihm das oft gesagt, dass ich halt mehr davon erwarte, dass er sich mehr anstrengen musste. Er hat sich auch angestrengt, aber nicht in meine Richtung. Mhm. So, und dann habe ich mit ihm Schluss gemacht und es war auch alles so für mich ganz schick und es war auch alles ganz in Ordnung und dann habe ich auch einen neuen kennengelernt. Und ging aber schnell. Ja, es ging schnell, ja, muss ich dazu sagen. Also es war für mich schon vorher also im Kopf Schluss, aber... Hat er denn, als du Schluss gemacht hast, hat er noch um die Beziehung gekämpft? Oder hat er gesagt, na okay, wenn du es so siehst, dann geh ich halt? Nein, er hat noch drum gekämpft, also ja. Das auf jeden Fall. Also aber er hat mir auch SMS geschrieben und drum gekämpft und es war auch alles nicht so wirklich leicht, sag ich mal. Und dann halt mit dem Neuen, das war auch alles ganz toll und er hat auch schon einen festen Job und es läuft auch alles ganz toll. Mit dem bist du jetzt auch zusammen? Nein, ich bin noch nicht mit ihm zusammen, weil wir uns noch nicht sicher sind, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach noch keine neue Beziehung, weil ich mir nicht sicher bin. Ich muss mir jetzt auch mal die Zeiten vorstellen. Wann genau hast du dich getrennt von deinem Ex? Also von meinem Ex habe ich mich getrennt am 16.12. Wann kam der Neue? Der Neue kam auf der Party am 15.12. Also ich habe ihn schon vorher kennengelernt durch eine Freundin. Das ist ja unglaublich. Ja. Manche warten Jahre auf den Nächsten und bei dir geht das plack, da ist er schon ein bisschen neu da. Das ist wirklich schlimm, ich weiß. Also ich habe auch wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt auf der Party. Nee, was heißt schlimm? Wenn es so ist, ist es so. Ja, dann ist es so. Aber es war halt das, was ich wollte. Mhm. Und es ist auch jetzt immer noch das, was ich wollte. Aber jetzt merke ich halt so, dass ich für den anderen auch noch so, weil er sich jetzt anstrengt und wir haben auch voll das gute Verhältnis jetzt auf einmal wieder und wir verstehen uns voll gut und können auch über die Sachen reden und jetzt stehe ich halt so zwischen den Stühlen. Mhm. Und das ist so schwierig, weil jetzt am Wochenende fahre ich zum Beispiel zu dem Neuen. Ja, der noch gar nicht wirklich der Neue ist. Wirklich der Neue ist, wo eigentlich was werden sollte, aber ich bin mir jetzt schon wieder unsicher, ob es das Richtige ist, was ich tue. Mhm. Weil ich noch an den Alten denke. Sag mal, der Alte, in Anführungszeichen, der ist wahrscheinlich gar nicht so alt, letztendlich hing es daran, dass er nicht so zielstrebig ist wie du? Genau. Was macht er denn vom Beruf oder was tut er? Ja, was sagt er vom Beruf? Also er ist genauso Student wie ich, hat aber schon eine abgebrochene Berufsausbildung, erstes abgebrochenes Studium und er studiert jetzt einen Studiengang, wo ich weiß, dass er nicht glücklich wird. Also ich weiß, dass ihm das nicht furchtbar doll liegt. Wie alt ist er? Er wird jetzt 27. Und was studiert er?
Landeskultur und Umweltschutz. Landeskultur und Umweltschutz. Ja, genau. Es ist wirklich ein dober Studiengang. Und was studierst du? Deutsch und Bio auf Lehramtsgymnasium. Also dir ist klar, was du werden willst. Du wirst irgendwann Lehrerin werden, Punkt, aus. Genau, und aus. Also es ist mein Ziel. Und ich weiß, was ich werden will und ich weiß genau, wie meine Zukunft aussieht. Ich möchte irgendwann vor dem Staatsexamen mein Kind haben und ich möchte dann, wenn ich im Staatsexamen bin, dann nach dem Staatsexamen mein Referendariat haben, dann möchte ich mein Kind haben, mein Haus und so stellt man sich das halt vor. Vielleicht wäre es schön, wenn du, ich meine, du bist erst 22 Jahre alt, ich bin ganz erschrocken, dass jemand mit 22 Jahren schon so einen festen Lebensplan vor Augen hat. Vielleicht wäre es besser, wenn du da auch mal ein bisschen entspannter rangehen würdest. Vielleicht ist der Weg sogar deines Ex-Freundes sogar der richtige, auch wenn er schon 27 ist und ein paar abgebrochene Dinger hinter sich hat. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Das heißt, er hat sich ausprobiert und hat erkannt, das ist es nicht, also fange ich was Neues an. Da ist immer, die Gratwanderung ist schmal zwischen Loser und jemand, der einfach seinen Weg sucht. Was du jetzt gerade so machst, das würde mich als Partner auch erschrecken und einklemmen, wenn da die Sarah mit 22 schon genau weiß, wenn ich so alt bin, will ich mein Haus haben, dann will ich mein Kind haben, dann will ich mein zweites Kind haben, dann will ich befördert werden und dann will ich in Rente gehen. Ist doch schrecklich. Ist doch fürchterlich. Das Leben ist doch nur ein bisschen mehr als nur eine klare Planung. Ja, sicherlich, aber ich muss doch wissen, was ich vor Augen habe. Und er hat noch nichts vor Augen mit dem Alter, wo ich schon was vor Augen haben will. Ja, das ist ja auch ganz gut, wenn man in einer gewissen Weise zielstrebig ist. Aber man kann es jemandem auch nicht zum Vorwurf machen, unbedingt, dass er noch nicht genau weiß, wo es hingehen soll. Und es gibt ja auch noch viel wichtigere Werte und Dinge, die einen Menschen ausmachen, als seine Zielstrebigkeit und die Ziele und vielleicht seinen beruflichen Erfolg, den er irgendwann haben wird. Ist es ein guter Typ? Ist er ehrlich? Ist er zuverlässig? Ist er ein leidenschaftlicher Mensch? Das sind doch alles wichtige Fragen. Ja, sicherlich. Aber es war auch alles so. Es war auch alles perfekt. Aber ich kann mir einfach nicht eine Zukunft mit jemandem vorstellen, der die Zukunft noch nicht mal vor Augen hat. Und also du kannst dir das nicht vorstellen, dass du da ein bisschen unkonventioneller rangehst und wirst und ein bisschen lockerer wirst. Ja, was heißt locker? Also klar gehe ich da locker ran. Ich bin auch die ganze Zeit locker dran gegangen und gesagt, ja, er wird das schon machen und er hat jetzt einen Job und es ist alles okay. Aber ich möchte auch das hört sich blöd an, ich möchte abgesichert sein, aber ich möchte auch jemanden, der mich absichert. Also, Ich habe keine Sorge, dass du dich genug absicherst. Wie du drauf bist, wird da niemand anders nötig sein. Das wirst du schon alleine hinkriegen. Ja, das glaube ich schon. Sicherlich, wenn das mein Partner ist, möchte ich nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht für meinen Partner. Ich möchte wirklich so eine Beziehung haben. Mensch, Sarah, denk doch nicht so viel über morgen und übermorgen nach. Du bist 22 Jahre alt. Wenn du jetzt einen Menschen liebst, verdammt nochmal, dann genieß es und nimm das Leben so, wie es jetzt im Moment ist. Was in 5 oder 10 oder 20 Jahren ist, weiß kein Mensch. Wie du dich entwickelst, wie er sich entwickelt. Du machst dir deine Gegenwart kaputt, indem du ständig über deine Zukunft nachdenkst und deine Zukunft verplanst. Aber ganz ehrlich, die Zukunft hier ist doch echt denkenswert, oder nicht? Ja, natürlich. Also ich muss aber über meine Zukunft nachdenken. Ja, ich muss doch nachdenken darüber, ob ich abgesichert sein werde. Ja, aber man muss ja die Kirche auch im Dorf lassen. Man kann sich ja auch tot nachdenken und man kann sich auch tot verplanen. Und irgendwann ist das Leben vorbei und dann denkt man, Mensch, ich war auch mal 22, was habe ich mit 22 gemacht? Andere haben gelebt und die haben ihr Leben genossen. Ich habe da gesessen und habe schon überlegt, wann ich in Rente gehe und wie hoch meine Renten. Nein, das denke ich ja gar nicht. Also ich bin wirklich nicht der Mensch, der wirklich viel nachdenkt. Aber hallo, also wenn er war der perfekte Partner, aber ich kann ihn mir nicht als Partner vorstellen für die Zukunft. Das ist mein Problem. Kannst du ihn denn dir vorstellen als Partner für die Gegenwart? Ja, sicherlich, aber nicht als Partner für die Zukunft. Ich kann dann, mir jetzt vorstellen, so wie ich jetzt mein Leben führe. Mensch, dann nimm ihn doch für jetzt. Und was die Zukunft bringt, das wird die Zukunft zeigen. Wenn du den liebst und wenn das ein guter Typ ist, dann nimm ihn doch jetzt und lebt euer Leben. Ja, aber ich denke aber schon weiter. Nee, das solltest du ja genau im Moment nicht machen. Soweit waren wir jetzt gekommen in dem Gespräch. Entscheidend sind doch die Charaktereigenschaften von dem Typ. Ja. Sind die denn gut? Ich habe es ein paar Mal schon gesagt. Ist das ein guter Typ? Ja, er ist ein guter Typ. Ein sauguter Typ? Ja, er ist ein sauguter Typ. Mensch, was reden wir dann noch? Okay, versuch es nochmal. Ja, aber du kannst es ja immer noch hinschmeißen. Versuch es doch nochmal. Und werd ein bisschen lockerer, Mensch, Sarah. Okay. Ich muss leider aufhören, die Sendung ist gleich vorbei. Ich habe dir aber so grob, glaube ich, gesagt, was ich denke. Alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema Wettergeschichten. Ich möchte gerne mit euch sprechen über extreme Wetterereignisse, denen ihr ausgesetzt mal wart. Blitzschlag, Lawine, Schneetreiben, Sturmflut, so etwas. Und was ihr alles dann erlebt oder erlitten habt. Ihr könnt anrufen ab 0 Uhr. Da sind unsere Leitungen hier geschaltet.